Ja, cool. Ja, wie cool. Wir machten uns die Welt. Ach, okay. Ist halt eine Kuh, ne? Wir haben auch eine Verlosung am heutigen Tag. EM-Karten, mal schauen, was passiert. DM-Karten-Eintritt zur Deutschen Meisterschaften in Ulm. Gibt es ein Stadionspiel? Es ist einfach viel. Wir werden alle hier im Stadion runterzählen von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, die Gummarringer legen gleich los, ihren stärksten Mann am Start. Hier wird gerannt, was die Beine hergeben. Jawohl. Und die Leiter, die ich angehe, und kleinen Stingen. Die Alte vor. Es liegt noch eng zusammen. Hier wird gelaufen, dass die Socken qualmen. Jawohl. Auch die Kleinsten, die einfach 6, 7 Jahre alt sind. Es ist super, was hier abgeht. Ja, hier sieht man, die Gummaring wird sehr starke Arbeit geleistet. Wir haben nur die stärksten Leute hergebracht. Wir sind ja auch international. Hauptsache, das Holz zieht weiter, das Holz muss nicht zum Wechsel gebracht werden. Und die Gruppe ist auf dem letzten Wechsel auf der rechten Seite. Das Rennen ist vorbei, Gummarring gewinnt. Ganz hinten vor der Achtung, wir kommen, unschuldig Wiebel Donner. Jawohl. Und lasst uns einfach noch hier die Jüngsten anfeuern, die Leichtis aus Reutlingen vom PSV. Wir haben uns 5 Staffeln hergeschickt. Es ist einfach genial, wie dort kleine Kinder und junge Kinder bewegt werden und Spaß haben. Das war das Rennen der Bambini. Jawohl. So, ich darf gleich alle Kinder bitten, kommt hierher, zu mir. Ihr dürft zu mir kommen, kommt hier an das Podest. Auch der dritte Lauf ganz problemlos gestartet. Sven Meyer aus Göppingen, der Dominator in diesem Rennen. 9,10 Sekunden.